1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heute Nacht heißt, wenn Frauen zu sehr lieben. Ein schönes Thema auch für die Männer. In erster Linie allerdings würde ich gerne mit Frauen sprechen, die nicht loslassen können, obwohl sie betrogen, gedemütigt oder geschlagen werden. Damit Frauen, die mit allen Mitteln versuchen zu klammern. Mit Müttern, die ihre Kinder nicht gehen lassen können. Und natürlich auch sehr gerne, wie gesagt, mit Partnern von, also mit Männern, Partnern von Frauen oder auch Kinder, mit Kindern von Frauen, die zu sehr lieben. Vielleicht aber sagt auch die ein oder andere Frau, man kann überhaupt nicht zu sehr lieben. Das ist eine absurde Formulierung. Also wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt heute Nacht, dann meldet euch, wenn Frauen zu sehr lieben. Was ist dann los? 0800 220 5050, die Telefonnummer, kostenfrei für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Frau ist sehr jung, die ist 20 Jahre alt und heißt Lia. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Lia. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ja. Ja, wenn Frauen zu sehr lieben. Bist du so eine Frau, die zu sehr liebt? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich war halt noch sehr jung, da habe ich mich halt verliebt. Ich war 13. 13? Das war damals mein Nachhilfelehrer. Und also der kannte halt auch meine Familie. Wie alt war damals der Nachhilfelehrer? Der war damals 20. Mhm. Mhm. Und ja, dann als ich 15 wurde, habe ich halt gemerkt, wie er halt auch mehr Interesse so an mir halt entwickelt hatte und meinte, ja, wir könnten immer zusammen weggehen und so. Mhm. Und dann war das halt auch so. Und das war im Oktober, haben wir das erste Mal miteinander geschlafen. Und er meinte aber früher so, also ich weiß gar nicht mehr, wie das so zustande kam, das Gespräch. Aber da warst du, da warst du 13? Nein, da war ich 15. 15 schon, ach so. Mhm. Ja, okay. Und er war halt 23. Und dann ist mir das aber quasi so rausgerutscht, so von wegen, habe ich dann gesagt, ja, weil er irgendwie auf viele anspielte und so. Also er kam irgendwie von jetzt auf gleich auf das Thema Sex und da war ich erstmal total irgendwie schockiert, weil ich dachte so, wieso fängt er jetzt davon an und so. Und da kam ich mir irgendwie schon so komisch vor, also als wenn ich so vor den Kopf gestoßen, als hätte der mir irgendwie vor den Kopf gestoßen oder so. Und dann fing er damit an, er hätte halt keine Lust, irgendwie bei irgendwelchen 090er-Nummern anzurufen und so. Und deshalb hätte er halt mehrere Affären und so. Und dann war ich erstmal irgendwie total baff und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich halt auch irgendwie so mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte, die im Rat gefragt hat, was sie denn dazu meint, ob sie meint, dass er auch in mich verliebt wäre und so. Also das hatte ich ihr dann da halt schon so erzählt. Moment mal, du hast die Mutter gefragt, ob er auch in dich verliebt wäre, oder was? Ja, also was sie dazu sagen, also was sie dazu meinen will, weil sie ja eben schon erfahren, also was sie so über den denkt überhaupt. Ja, und ich verstehe. Da meinte sie halt, ja, sie wüsste es nicht und ich sollte es halt irgendwie herausfinden und ich sollte ihm das vielleicht sagen und so, aber ich war halt noch zu schüchtern und hat dann irgendwie, das ist aber auch eher so rausgerutscht, ich muss eigentlich gar nicht sagen, dass ich das überhaupt nicht will. Ich meinte ja ziemlich, ich möchte eine feste Beziehung, ich will überhaupt keine Affäre. Mhm. Und da meinte er nur so, ja, ouch. Und dann meinte ich nur so, ja, wie ist das denn? Also, du warst 15 Jahre alt, der Kerl war 23. Genau. Einmal Sex hat es gegeben. So war es damals. Also an dem Abend noch nicht, erst gab es dieses Gespräch. Ja, okay, aber mit 15 Jahren, du warst 15, als ihr miteinander geschlafen habt. Genau, ja. Ja, so. So, inwiefern, wenn Frauen zu sehr lieben? Ja, weil ich eben, das ging jetzt bis vor 2 Wochen so und ich bin mittlerweile 20, ich hatte noch nie einen Freund und... Moment, jetzt erst mal langsam. Das ging bis vor 2 Wochen so, du bist jetzt 20 Jahre alt, ja, richtig. Ja. Was ging bis vor 2 Wochen so? Ja, diese ganze Affäre halt und er hat mich immer wieder irgendwelche Hoffnungen gemacht, mich immer wieder hingehalten. Also es war eine Affäre? Ja, es ist eine Affäre halt. Er hat... Ihr habt viel Sex miteinander gehabt? Ja. Viel Sex? Du warst wahnsinnig in ihn verliebt und verknallt und hast ihn geliebt. Ja. Und er hat dich aber nicht geliebt. Nein, offensichtlich nicht, weil er sagte dann, als ich ihn dann halt gefragt hatte an diesem einen Abend, wie ist das denn so, wie siehst du das jetzt? Da hat er gesagt, ja, ich könnte mir später, wenn du groß bist,
halt eine Beziehung mit dir vorstellen. Also mir schon Hoffnung gemacht. Und war ich halt noch so, also so naiv, habe ich gedacht, okay, dann schlafe ich halt mit ihm. Vielleicht wird das dann eine Beziehung. Und das Spielchen hat er immer und immer weiter und immer all die Jahre getrieben mit dir. Hatte er denn sonst nebenher auch noch Frauen? Ja, das kommt noch hinzu. Also 4 Wochen nach unserem ersten Sex hatte er halt eine Freundin. Das habe ich halt aber erst ein halbes Jahr später erfahren, also im Sommer 2004. Mhm. Und im Januar 2004 hatte ich ja das letzte Mal Kontakt zu ihm. Danach ist er abgebrochen bis September 2004. Mhm. Also fast ein halbes Jahr. Ja, lass mal nicht so die Details mit den Jahreszahlen, da kommen wir so durcheinander, das ist ja so ein großer Zeitraum ist. Ja. Sag mir mal so ganz im Allgemeinen, gab es immer wieder nebenher bei ihm auch Freundinnen und andere Frauen? Ja. Die gab es? Ja. Und du warst so das junge, süße Häschen, was er vernascht, dazu vernascht hat, als Beilage, kann man so sagen. Ja. Ich wundere mich ein bisschen über deine Mutter, dass die dich da nicht mehr gewarnt hat und zurückgezogen hat. Ja, das kommt noch hinzu. Ich hatte eine ziemlich schlechte Kindheit und sie war selber mit sich so beschäftigt, weil die halt mit meinem Stiefvater halt also Stress hatte und das war halt auch so, vor 3 Jahren haben die sich ungefähr getrennt und ich denke einfach, dass diese Beziehung mit, oder mehr oder weniger Beziehung mit ihm dann halt irgendwie, ich dachte früher immer, ich... du hast von ihr aus keine große Hilfe bekommen. Nein, ich habe von ihr auch keine große Hilfe bekommen. Wie erklärst du dir das denn für dich selbst, dass du so lange dich da an der Nase hast herumführen lassen, obwohl dir klar war, dass der dich nicht liebt? Warum hast du dich so lange hinhalten lassen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir, glaube ich, auch irgendwie was vorgemacht. Weil das kommt jetzt nur so wirklich raus halt. Also ich mache jetzt erstmal richtig so Gedanken. Und zwar, dass ich jetzt letztes Jahr von August bis Februar diesen Jahres hatte ich schon ein halbes Jahr keinen Kontakt zu mir, habe ich abgebrochen. Und da wurde mir jetzt erstmal richtig klar, wie gut mir es eigentlich ohne den ging. Mhm. Ist denn dieser Kontakt denn abgebrochen worden, wirklich definitiv von deiner Seite aus? Ja. Hat dir das große Überwindung gekostet? Nee, das war auch so, also ich hatte eigentlich, bis vor 2 Wochen habe ich mir auch noch was vorgemacht. Und zwar war das so, dass ich dann zu ihm gegangen bin, ohne ihn vorzuwarnen, von wegen, ich muss mal mit dir reden oder so. Habe einfach nur gesagt, dass ich mehr für ihn empfinde, eine Beziehung mit ihm will und so nicht mehr weitermachen kann und nicht mehr will. Und da meinte er nur, ja, wir können das ja so lange weitermachen, bis er meint, es würde eine Beziehung. Da habe ich dann gesagt, nee, weißt du was, verarschen kann ich mich selbst. Entweder du liebst mich oder du liebst mich nicht und ansonsten gehe ich jetzt. Dann war das der ausschlaggebende Satz von ihm, ne? Der endgültig bei dir das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, weil er hat nicht gesagt, nein, ich liebe dich nicht. Er hat aber auch nicht gesagt, ja, ich liebe dich. Sondern Er hat nämlich gesagt, dieser Hoffnung, er wollte mir nur wieder Hoffnung machen. Ja. Ich habe mich einfach so aufgeregt. Lia, dann sei froh, dass du jetzt die Kurve gekriegt hast. Das war eine harte und bittere Erfahrung, glaube ich. Du hast, da bin ich erstmal von ausgegangen, ich habe dich das gar nicht gefragt, du hast sonst nebenher keine weiteren Freunde und Männer gehabt. Nein. Du warst ihm absolut treu. Er hat sein Spielchen gespielt, du hast immer die Illusion gehabt, irgendwann liebt er dich zurück und hast die Augen zugemacht und dir was eingeredet, so kann man sagen. Ja. Ne? Ja. Was würdest du sagen, hast du aus dieser Grunderfahrung, aus dieser bitteren Erfahrung gelernt? Ja, da muss ich nochmal halt auf meine Mutter und auf meinen Stiefvater zurückkommen. Das war halt so, dass ich halt sogar meinen Kleidungsstil quasi nach ihm gerichtet habe, weil er wollte immer, dass ich schick komme und am besten mit Stöckelschuhen, also mit High Heels und kurzem Oberteil und so weiter und so fort. Ja, du hast alles so gemacht, wie er es wollte? Ja, so ungefähr. Also ich war auch ein ganz anderer Mensch, als ich bei ihm war. Ja. Ich konnte mich nie wirklich so geben, wie ich bin. Also weil was ich immer Angst hatte, verletzt zu werden. Mhm. Und da habe ich einfach daraus gelernt, also ich kann meine Mutter mittlerweile verstehen, warum sie sich nicht so schnell oder sofort von meinem Stiefvater getrennt hat, weil der hat sie nämlich geschlagen und auch uns Kinder quasi geschlagen. Mhm. Und weil ich dachte immer, wie kann man nur so schwach sein und so einem Kerl hinterherlaufen, der einem nicht gut tut. Mhm. Und jetzt hast du es genauso gemacht. Genau, jetzt habe ich es gemacht. Aber was hast du daraus gelernt? Ja, jetzt da muss ich mir auch noch fragen, wie konnte mir das passieren? Mhm. Wie ich das, wo ich das schon eigentlich mitbekomme, weil er hat mich jetzt nicht geschlagen oder so, weil ich habe es ja im Endeffekt schon irgendwie mitbekommen. Mhm. Und sie hat auch alles gemacht, was er wollte. Was meinst du? Was hast du jetzt rausgelernt? Ja, dass ich auf jeden Fall, weil ich ja auch die ganzen Jahre lang, also nicht nur in der Affäre, sondern auch schon vorher, weil ich vorher schon Kontakt mit ihm hatte, mich immer so gekleidet habe, wie er es wollte oder wie ich mir vorgestellt habe, wie er es ungefähr will. Und auch immer so gegeben habe und so. Und auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal keine Beziehung, sondern mich irgendwo auch mal selbst finden und wissen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, woran muss ich arbeiten. Genau, dass du erstmal für dich, auf dich, dass du erstmal zur Ruhe kommst. Ne? Genau. Dass du zu dir kommst, dass mal ein bisschen so Selbstfindungsprozesse durchmachst und
die nächste Beziehung erstmal sehr, sehr in Ruhe angehst und vielleicht auch die ersten Warnsignale schon registrierst, wenn du wieder in so ein Ritual hinein kommen solltest. Mann, ich beglückwünsche dich, dass du da raus bist. Das ist auf jeden Fall jetzt eine gute Sache, Lia. Ja, wünsche ich dir einfach jetzt viel Glück für die neue Lebenszeit, die jetzt ja offensichtlich angebrochen ist. Ja, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ich wollte noch sagen, ihr seid ein echt super Team und macht weiter so. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn Frauen zu sehr lieben, das ist unser Thema heute. Ich möchte gerne mit Frauen reden, die lieben und lieben und lieben und sagen immer, ich liebe noch, obwohl sie vielleicht gedemütigt geschlagen oder an der Nase rumgeführt werden. Möchte auch gerne mit Partnern reden von Frauen, die vielleicht zu sehr klammern, wo der Partner sagt, mein Gott, nochmal, ich habe es ihr 100.000 Mal gesagt, sie will es einfach nicht kapieren. Und gerne auch noch mit Frauen, die sagen, dieser Satz ist absurd, man kann nicht zu viel lieben. 0800 220 50 50. Hier ist Dori. Dori, 18, hallo. Hallo. Dori, und bei dir ist auch noch der André. Genau. Der ist 19. Ja. Ist das dein Freund? Nein, mein Mann. Dein Mann? Oh, schon verheiratet? Ja. Seit wann? So früh? Seit meinem 18. Geburtstag. Seit dem 8. Februar geheiratet. Seit Februar. Ja. Dori. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Weil ich wirklich extrem eifersüchtig bin. Und insofern auch sagst, du liebst zu sehr. Ja. Wie zeigt sich denn deine extreme Eifersucht? Also das ist so, ich habe, am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, da war es ja so, wir haben draußen, es war kein Problem, wenn er jetzt mal mit einem anderen Mädchen geredet hat oder so. Ich habe schon gesagt, also schon vielleicht ein bisschen geguckt, also warum redet er jetzt mit einer anderen und so? Aber ich habe dazu nicht so großartig was gesagt. Und dann kam die Zeit, also er wurde von seinen Eltern zu Hause rausgeschmissen. Wie lange kennt ihr euch denn überhaupt schon? 2 Jahre. 3 Jahre? Zwei. Ja. Okay. Und er wurde zu Hause rausgeschmissen. Und dann war er halt auf Obdachlos gelebt die ganze Zeit. Und seit er halt jetzt eine neue Wohnung gekriegt wieder. Und da hat es angefangen halt wirklich so extrem zu werden, dass wenn er überhaupt nur ein Mädchen gesehen hat, wobei ich dachte ja, die wäre Konkurrenz für mich, dass ich wirklich schon ihn dafür angeschrien und habe und so, dass er sie überhaupt gesehen hat. Und ich habe gesagt, er soll runtergucken und er soll... Er soll runtergucken? Also wenn auf der Straße... Sobald wir rausgehen... Soll er runtergucken, auf die Straße, auf die Erde, dass er bloß kein Mädchen sieht. Genau. Das hast du ihm gesagt? Gar nicht mehr sehen. Und deshalb haben wir auch, wir gucken auch gar kein Fernsehen mehr. Also ihr guckt kein Fernsehen mehr, weil da nette Mädels sein könnten im Fernsehen? Nein, weil ich denke irgendwie so, er könnte die ja toll finden. Ja, ich verstehe schon. Ihr guckt kein Fernsehen. Nein. Also das hast du quasi untersagt. Weil du so eifersüchtig bist, weil du zu sehr liebst. Ihr guckt kein Fernsehen. Also, er muss unter sich auf die Straße gucken. Was noch? Also ich habe immer Angst, dass er von abends, wenn wir schlafen gehen oder so, dass er von anderen Mädchen träumt oder so. Also es ist ja nicht nur mein Problem, sondern er ist genauso mit der Lawalle. Ja, du hast also sogar Angst, dass er von anderen Mädchen träumt. Ja. Das heißt, du schüttelst ihn oft nachts wach, damit er aus seinen Träumen wach wird. Es könnte ja sein, dass er von Mädchen träumt. Nein, ich frage ihn abends immer, wovon träumst du? Und morgens frage ich mal, wovon hast du geträumt? Und erzähl mir alles. Aber er weiß das gar nicht mehr. Dori, bevor wir weitersprechen, gibst du mir mal eben jetzt den André. Wir beide reden gleich weiter. Okay. Ja? Hallo. Hallo André. Hallo. So, jetzt habe ich das alles gerade gehört. Ja. Diese Frau hast du geheiratet? Ja. Warum? Weil ich sie liebe. Macht die dich nicht wahnsinnig? Hä? Macht sie dich nicht wahnsinnig? Nein, ich kann sie ja selber verstehen, weil ich genauso so bin. Du sagst zu ihr auch, sie soll auf die Straße gucken, wenn... andere Jungs vorbeigehen? Ja, das haben wir so zusammen, irgendwie nach einer Zeit ist es so zusammen rausgekommen. Seitdem ihr seid da völlig weg. Wenn ihr zusammen in die Stadt geht oder irgendwo auf die Straße, guckt ihr nur unter euch? Ja, das ist ja das Problem. Jetzt im Ernst mal, ohne Scheiß, ist das wirklich so? Ja. Das heißt... Auch selber schon, das geht ja gar nicht langsam mehr. Weil wir Kind kriegen und so, können wir auch nicht die ganze Zeit runtergucken und so, wenn mal Kinder was fragen oder sonst was. Ist ein Kind unterwegs? Ja. Ist das auch ein Kind unterwegs? Ja, und soll im Dezember kommen. Und du bist auch damit einverstanden, dass ihr kein Fernsehen schaut?
Ja, wir versuchen es manchmal und dann scheitert es wieder und ja. Weil auch dir das unangenehm ist, dass sie da vielleicht einen geilen Typ sehen könnte, der ihr gefällt. Ja, genau. Was gibt's denn sonst noch an krassen Sachen? Ich meine, das ist schon krass genug. Das ist vieles. Also wir streiten uns ja auch ständig nur fast rund um die Uhr, nur deswegen. Ja. Weil, 15 Jahre oder sonst was alles reden wir dann immer. Leidigkeit immer. Oder wenn man auf Versehen einen gesehen hat, so, ja, wie fandst du den? Und kommt dann wieder Streiterei dabei raus. Mhm. Warum habt ihr so jung geheiratet? Weil wir unbedingt heiraten wollten, weil wir uns geliebt haben. Gut, das war kein Argument zu heiraten. Man kann sich auch lieben, ohne verheiratet zu sein. Und teilweise auch, weil ihre Eltern das nicht erlaubt haben. Ach so. Dass wir auch zusammen sind und so. Mhm. Und sonst hätten sie komplett den Umgang verboten mit uns und so. Ach so. Was machst du? Hast du einen Job oder einen Beruf? Nee, im Moment nicht, aber wir wollen uns selbstständig machen. Was wollt ihr denn machen? Über eBay. Ach so. Weil wir ja nicht so gesehen arbeiten gehen wollen, weil man ja auch andere sehen kann, weil ich auch was jetzt machen wollte und das wird auch ein Problem sein. Was wolltest du machen? Fahrschule. Ja. Und das wird auch wahrscheinlich ein Problem sein. Ja. Weil wegen anderer Leute. Ich bin völlig fassungslos, muss ich ja wirklich sagen. Da kommt sie auch mit jedes Mal dann zur Fahrschule. Und dass sie sieht, was da auch für Leute sind. Ja. Ja. Und wir lassen uns auch nicht irgendwie eine Sekunde alleine. Habt ihr Freunde? Nein, hatten wir schon mal probiert gehabt. Dann hat der Typ auch was gesagt, zu ihr gesagt so und zu mir. Ja, ich kann mir ja die mal nackig vorstellen und so, das kann ich doch mal und so. Und dann ging mir die Angst auch noch weiter hoch. Mhm. Habe ich nach einer Zeit gesagt, ach komm, hau ab so. Haben wir von einem Tag auf den anderen den Kontakt abgebrochen. Ja, und ihr geht auch. Reden tun wir auch nicht mit anderen Leuten. Nur wenn mein Bruder mal kommt, dann reden wir mit denen oder davon seine Freundin. Und dein Bruder darf aber in die Nähe von deiner Freundin kommen. Hm? Dein Bruder, der darf in die Nähe deiner Freundin kommen. Auch nicht wirklich. Also letztes Mal kam mein Bruder zu nah, habe ich gesagt, such dir selber deine Freundin, weil er keine Freundin hatte. Hm. War zu nah, dann habe ich das schon gesagt. Also da passt unser Thema ja, da kann man sagen, wenn Frauen zu sehr lieben und wenn Männer zu sehr lieben. Das passt ja bei euch, ist ja auf beide bezogen. Hm. Da haben wir schon gedacht, das geht gar nicht mehr. Finde ich, ehrlich gesagt, André, was du mir da erzählst, hochneurotisch. Das ist krank, was ihr da habt und macht. Ja, das haben wir auch gemerkt. Das ist wirklich komplett krank. Wenn ihr das so weitermacht, wird das hundertprozentig über kurz oder lang zu einem ganz, ganz heftigen Knall kommen. Man könnte das ja noch so als Spielerei abtun, aber wenn du mir sagst, dass ihr jetzt sogar noch ein Kind bekommt, da könnt ihr euch so ein Firlefanz nicht erlauben, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ja, und wir wollten ja auch dadurch was ändern, aber wir wissen nicht wie. Ja, wenn ihr beide euch im Klaren darüber seid, dass ihr was ändern wollt, dann kann man da schon was tun. Ja. Fühlst du dich denn nicht auch ganz eingeengt irgendwie so in dieser, also ich in dieser mal, kleinen Welt, in der du da lebst? Ich sage immer zu ihr, ja komm, lass uns raus, wir müssen nochmal irgendwas unternehmen und so. Aber dann sagt sie immer, ja, was wollen wir denn machen? Dann sage ich, ja, keine Ahnung, können wir ja alles nicht. Dann gehen wir abends mitten in der Nacht um 2 oder so spazieren. Manchmal sogar um 12 Uhr bis, keine Ahnung, so 5 Uhr, 6 Uhr morgens. Also nur, damit ihr niemandem begegnet auf der Straße? Ja, genau. Mhm. Was würdest du sagen? Wer ist heftiger drauf? Du oder Dori? Beide irgendwie gleich. Mhm. Also wir beide haben die gleichen Macken auf Deutsch. Mhm. Kann ich mit Dori gleichzeitig sprechen? Habt ihr so ein Doppeltelefon oder musst du ihr den Hörer geben? Sie kann gleichzeitig sprechen. Ach, das ist ja wunderbar. Dori, erschreckt dich das, wenn ich das so klar heraussage, wie gerade, dass ich das komplett krank finde, was ihr da macht? Nee, also das wissen wir ja selber. Wir versuchen ja die ganze Zeit was zu ändern. Mhm. Wir haben ja gesagt, ja, guck mal, wir haben das letzte Woche so gesagt, lass uns doch einfach mal hochgucken und wir können ja sagen, ob wir die toll fanden oder nicht. Mhm. Also ich kann einfach mal so sagen, aber... Mhm. Weißt du, ich habe Sorge. Sorge wegen euch, wegen eurer Liebe und auch vor allen Dingen Sorge, dass eure Familie, die ja bald eine Familie sein will, komplett kaputt geht, dass das Ganze, wie ich es gerade schon gesagt habe, hat fürchterlich eskaliert irgendwann. Dass einer von euch beiden als erster so die Schnauze voll hat
Und dass es so kracht im Gebälk, dass da gar nichts mehr übrig bleibt von Beziehung. Weil das ist eine Form der gegenseitigen Unterdrückung, die ihr euch da antut. Da schadet ihr euch massiv selbst mit. Also es ist bei uns so, ich hab es eine Zeit lang, also direkt wo er von der Straße also eine Wohnung gefunden hatte, da hatte ich sehr oft gesagt, weißt du was, komm, ich verlasse dich. Mhm. Und so, weil wir so oft gestritten haben. Es gab vielleicht mal eine Stunde am Tag, wo wir nicht gestritten hatten. Und da hatte ich wirklich fast die ganze Zeit gesagt, weißt du was, ich verlasse dich und so. Da hatte ich damit die ganze Zeit angefangen. Mhm. Ich habe ihm versprochen, dass ich diese Sätze nie wieder sage. Mhm. Mittlerweile sagt er die jetzt. Aber wir schaffen es. Aber jedes Mal, wenn wir... Also, ich möchte euch jetzt gerne etwas raten. Ja. Damit ihr aus diesem, ihr seid ja wie in so einem Hamsterrad seid ihr drin, ihr kommt da ja nicht raus. Ja. Und ich habe die Vermutung, wenn da nichts passiert, wird es immer schlimmer und immer hysterischer, was ihr da macht. Ja, deshalb hatten wir ja angerufen. Genau, so. Dieses Gespräch hat meine Psychologin mitgehört. Ja. Die wird euch jetzt einen ganz handfesten Tipp ins Telefon geben, in dem Gespräch nachher. Was ihr machen könnt. Ich vermute, dass es auf eine Paartherapie, Paarberatung hinauslaufen wird. Aber das ist doch teuer, oder nicht? Nee, das kann man auch über die Krankenkasse organisieren. Da wird sie dir euch auch gleich noch ein paar Tipps geben. Ich rate euch das ganz dringend. Macht es nicht nur für euch, sondern macht es auch für euer Kind. Mhm. Ihr zerstört euch so, wie ihr jetzt lebt. Das ist absehbar. Ja, das haben wir selbst schon gemerkt. Also. Ja, ja. Dass wir irgendwie daran kaputt gehen. Ja. Dori, André, jetzt legt ihr bitte auf und ihr werdet von Elke, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Und dann wünsche ich, dass ihr das schafft, da auszubrechen und wünsche euch für euch und dann auch für euer Kind auch alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss zusammen. Ciao. Sachen gibt's. Die haben wir hier ja natürlich auch noch nicht gehört, sowas. Wenn Frauen zu sehr lieben. Hier ist eine Frau, dessen Name ich nicht, glaube ich, ganz korrekt ausspreche. Sumaye? Sumaye, so wie man es schreibt. Sumaye. Genau. Ein türkischer Name? Nein. Das ist so arabisch-französisch. Arabisch-französisch, Sumaye. 22 Jahre alt, Sumaye. Grüße genau. dich. Hallo. Das Thema heißt, wenn Frauen zu sehr lieben. Ja, genau. Und du hast dich gemeldet, wa? Bitte? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Deswegen. Macht nichts, kriegen wir schon hin. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Warum? Ja, und zwar habe ich bis letztes Jahr, Mai ungefähr, einen Tunesier geliebt, der mir sehr wehgetan hat, der, wehgetan auch körperlich? Ja, körperlich auch. Mhm. Aber auch betrogen hat, wie ich im Endeffekt erst rausgestellt hat, aber erst als wir auseinander waren. Und das fing alles ungefähr Oktober, November an. Da sind wir dann zusammengekommen. Achso, das war gar nicht so eine lange Beziehung dann. Ja, also Oktober, November 2006 sind wir zusammengekommen. Genau. Mhm. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Nach 2 Monaten sind wir dann zusammengezogen. Mhm. Und ja. Und dann, was ist denn das? Von da an ging es alles bergab. Es fing dann an, dass er bis nachts wegblieb. Und wenn ich ihn angerufen habe, hieß es, er ist bei Freunden oder er ist in der Bibliothek, weil er studiert hat, er muss lernen. Mhm. Oder manchmal ist er gar nicht erst rangegangen. Ich saß dann heulend in der Ecke und habe einfach nur darauf gewartet, dass er nach Hause kommt. Mhm. Also wenn er dann zu Hause war, dann war ich glücklich. Mhm. Und irgendwann... Wie war denn die Stimmung dann, wenn er zu Hause war? Ja, ich habe dann erst ein paar Mal nachgefragt, Mensch, wo warst du denn? Ich habe mir Sorgen gemacht und natürlich war auch immer dieser Gedanke im Hinterkopf, dass er eine andere hat. Mhm. Aber er hat es dann immer alles abgestritten, gesagt, ach Mensch, da ist nichts, brauchst du ja keine Sorgen machen. Und die hatte er wirklich nicht in dieser Zeit? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Aber ich glaube, er hat sie gehabt schon. Mhm. Dann sagtest du gerade, dass er dir körperlich auch wehgetan hat. Was hat er genau getan? Ja, natürlich. Also dann irgendwann bin ich mit der S-Bahn gefahren. Also das war dann, nachdem er in Tunesien war. Mhm. Er war in Tunesien 4 Wochen, dann ist er wiedergekommen. Und in dieser Zeit hat die Mutter von dem Onkel, der hier auch in Deutschland wohnt, hat sie erfahren, dass er mit einer Deutschen zusammen ist. Mhm. Und dann hat sie wohl irgendwie meine Nummer herausgekriegt. Dann Wer? Hat sie mich dann angerufen. Die Mutter. Die Mutter. Mhm. Aus Tunesien. Mhm.
dann hat sie mich angerufen, als ich dann in der S-Bahn war, und natürlich kann ich kein Arabisch. Mhm. Ich habe dann rumgefragt, ob da irgendwer Arabisch kann oder so. Da hat sich dann ein netter Herr gemeldet. In der S-Bahn? Ja, ja, genau. Das ist ja auch skurril. Ich kriege ja gerade einen Anruf mit arabischer Stimme. Kann ja jemand zufällig Arabisch? Ja, ich kann es. Ja, 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 genau so war das. Ja, okay. Und dann sind wir bei der nächsten Station dann ausgestiegen und dann war er auch ganz, hat mir geholfen, das zu übersetzen. Und er meinte dann so, dass die Mutter mich nicht haben möchte, sondern dass sie sich einfach Sorgen macht um mich, weil sie weiß, wie ihr Sohn drauf ist. Sie möchte nicht, dass ich verletzt werde. Und von ihm habe ich dann eigentlich immer gehört, dass seine Mutter mich nicht haben möchte. Das ist ja interessant. Da hat die Frau aus Tunesien die Mutter an dich angerufen und hat dich quasi vor ihrem eigenen Sohn gewarnt. Ja, auch seine Freunde haben das gemacht. Die haben immer gesagt, Sumeyye, Mensch, du kriegst einen besseren, ja, vergiss ihn. Und aber ich war halt so blind verliebt, mhm, dass ich das alles toleriert habe, akzeptiert habe, egal was er gemacht hat. So, jetzt nochmal zu dem Punkt körperliche Gewalt. Was hat er gemacht? Ja, genau. Dann war er dann unter der Dusche, nachdem ich den Anruf bekommen habe, bin ich dann nach Hause gefahren und wir hatten halt darüber geredet und er meinte dann so, ja, wie deiner Tag gewesen wäre und ich so, ja, pff, nichts Besonderes. Sehr sicher, mir hat da so ein Vögelchen was gezwitschert und ich habe gar nicht daran gedacht, wegen dem Anruf oder so. Und naja, dann meinte er so, ja, du hast mit meiner Mutter telefoniert, oder? Ich so, ja, und? Mhm. Ich meine, ich konnte ja kein Wort verstehen, außer das Übersetzte halt. Mhm. Und der ist auf jeden Fall so ausgerastet und hat er mir eine geschallert. Mhm. Und also, voll ins Gesicht. Der hat das Auge richtig getroffen, das auch richtig dick, denn noch ein paar Tage lang. Wie oft hat er dich geschlagen? Also einmal, ja, zweimal an diesem Tag. Also ich habe ihn dann zurückgeschlagen und dann war er erstmal baff. Ja. Weil ich glaube, das kennt er gar nicht als Tunesier, dass eine Frau sich wehrt. Ja. Und dann erstmal ein paar Sekunden hat er nichts gemacht und dann hat er wieder zurückgeschlagen. Und dann bin ich erstmal aus der Wohnung rausgegangen. Mhm. So, jetzt, wenn ich jetzt schnell rechne, so im Hinterkopf, hat diese Beziehung ja nicht so lange angehalten. Nein. Ne? Nämlich ein knappes halbes Jahr ungefähr so, ne? Ja. Ja, ein gutes halbes Jahr. Aber ich war halt so verliebt, das war mein erster Freund und. Nachdem er dich da so geschlagen hatte, wie lange warst du dann noch mit ihm zusammen? So, ungefähr. Zwei Monate? Doch noch immer wieder zwei Monate. Ja. Wie erklärst du dir, dass du da nicht sofort gesagt hast, pass mal auf, jetzt reicht es. Tschüss. Ja, ich war halt so blind verliebt, ich hätte alles mit mir machen lassen. Ich habe mich zwar einmal gewehrt, aber ich glaube, wenn ich noch länger mit ihm zusammen gewesen wäre und er hätte mich öfter geschlagen, dann hätte ich irgendwann keine Kraft mehr gehabt und hätte mich gar nicht mehr gewehrt. Hast du denn dann letztendlich Schluss gemacht? Naja, das kam denn so. Er meinte so, dass seine Mutter zu Besuch kommt nach Deutschland und sie möchte mich nicht in der Wohnung haben. Mhm. Also sie möchte, dass wir auseinandergehen, dass jeder seine eigenen Wege geht und fertig. Und das hat er mir einen Monat, bevor seine Mutter kommt, gesagt. Mhm. Und finde erstmal in dieser Zeit eine Wohnung in einem Monat, ne? Mhm. Also hat er quasi Schluss gemacht, oder wie? Wie bitte? Hat er quasi Schluss gemacht? Ja, sozusagen halbwegs. Ach so. Das heißt, weil als ich dann ausgezogen bin, ich habe dann meine Sachen genommen, die restlichen Sachen, und dann wollte ich die Tür zumachen und dann meinte er so, Sumeyye, ich liebe dich. Ich wollte die Tür wieder zumachen und dann sagte er, Sumeyye, ich liebe dich, Wallah. Also Wallah heißt, ich schwöre. Und dann habe ich die Tür zugeknallt, habe gedacht, was für ein verlogenes Arsch, wie kann er sowas sagen, wenn er mir sowas antut. Hast du ihn danach nochmal gesehen? Ja, als seine Mutter dann weg war nach diesem Monat, also sie ist ungefähr für 4 Wochen geblieben, dann hat er sich wieder gemeldet und meinte so, ja, ich vermisse dich, dies, das. Und ich hätte auch wieder komplett Kontakt mit ihm angefangen, komplett. Ich wäre wieder zu ihm gegangen, alles. Ich hätte alles mit mir machen lassen. Aber? In dieser muslimischen WG, wo ich reingezogen bin, mit meinen Freunden, die haben gesagt, vergiss es. Die haben also sich so um mich gekümmert. Ach, die haben dich zurückgehalten. Ja, die haben die Nummer aus der SIM-Karte gelöscht, die haben mir jeglichen Kontakt verboten, die haben mich so abgelenkt und das sind super Freunde gewesen. Und das hat dann auch geholfen und er hat dann irgendwann auch aufgegeben? Nicht ganz. Ja. Ja. Weil nach ein paar Monaten habe ich dann jemanden kennengelernt, wo ich gedacht habe, durch Freunde, Mann, ja, der ist ganz nett und süß. Und der wohnt jetzt in Berlin und da habe ich mir gedacht, meine Güte, ich heirate den einfach, um ihn zu vergessen, um meinen Ex zu vergessen und ja.
Was? Damit ich einfach aus dieser Stadt wegkomme. Wo ich sag bitte nicht, dass du geheiratet hast. Ich habe einen Mann geheiratet, den ich am Anfang gar nicht geliebt habe. Nur um von dem wegzukommen? Nur um von ihm wegzukommen. Hammer. Aber mittlerweile ist es so, ich liebe ihn total. Ja, Gott sei Dank, der fällt mir ja Stein vom Herzen. Das ist ja eine unglaubliche Sache, dass man quasi aus Therapiegründen sagt, ich heirate jetzt jemanden. Wobei das natürlich irrwitzig ist. Durch den formalen Akt des Heiratens löst man ja keine größere Liebe aus. Das ist ja völliger Unsinn. Wenn nichts da ist. Ja, also ich habe auch gedacht, soll ich das machen? Ich meine, ich fand ihn attraktiv, diesen Mann. Mhm. Da kann man vom Glück sprechen, dass dann doch eine Liebe entstanden ist zwischen euch beiden. Ja, also. Und jetzt bist du mit diesem Mann zusammen und bist auch glücklich. Ja, wir sind total glücklich. Mann, du meine Mann, Sumaye. Da ist aber auch eine Achterbahn hinter dir. Ja, ich meine halt nur, ich war zu Anfang, wo das auseinandergegangen ist, war ich so unglücklich und hätte gedacht, das kann nie besser werden und ich. Denkt man aber immer, wenn man unglücklich ist. Das denkt man ja immer. Und ja, jetzt im Endeffekt empfinde ich das einfach so, es ist eine also es ist wirklich super gewesen, dass ich mit ihm auseinandergegangen bin. Es hätte gar nicht besser kommen können. Ja, und dank deiner WG-Genossen, die da den Riegel vorgeschoben haben. Und jetzt hast du einen Mann, den du liebst. Und der dich dich hoffentlich ordentlicher behandelt. Ja, er behandelt mich ordentlicher, er liebt mich total. Also er ist zurzeit in Algerien. Ja. Er ist Algerier. Mhm. Und er wohnte halt in dem Haus von seinen Eltern. Er versucht für uns eine Zukunft aufzubauen da unten, weil wir möchten raus aus Deutschland. Ja. Und seine Familie, sein Vater war hier, die lieben mich total. Also hat sich alles zum Guten hingewendet. Von einer Frau, die auch mal zu sehr geliebt hat und die ganz sich sehr gedemütigt hat, auch, ne, selbst gedemütigt hat. Ach natürlich, wenn ich heute zurückdenke, dann empfinde ich mich eigentlich nur als dumm, wie ich damals gehandelt habe. Ja, ja. Aber das Schlimme ist ja, dass man das immer erst im Nachhinein so sieht. Dass wenn man mittendrin hängt in so einer Sache, man ja den Blick auf sich selbst verloren hat. Ja, rosarote Brille. Ja, ja, ja. Man sieht gar nicht, was aus ist. Freunde haben gesagt, wie kannst du dich nur so unterwerfen, so wie ein Hund. So, Maje, jetzt wünsche ich dir und deiner neuen Liebe und deinem Mann und deiner Ehe alles Gute. Ja, und danke schön. Wenn ihr nachher gehen wollt, dann wünsche ich euch auch da einen guten neuen Start, was immer ihr da tun wollt. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Wenn Frauen zu sehr lieben, unser Thema. Und zu dem Thema hat auch jemand angerufen, entweder Denise oder Dennis. Dennis, entschuldige. 18 Jahre alt. Ja. Und zu dem Thema rufst du mich an. Ja. Weil? Meine Ex-Freundin. Bitte? Es geht um meine Ex-Freundin. Deine Ex-Freundin. Erzähl mal von der Ex-Freundin. Also ich bin zusammengekommen mit der, da waren wir 15 Meter, also vor 3 Jahren, sag ich mal. Ja. Und das ging halt dann bis vor einem halben Jahr so. So, und dann habe ich Schluss gemacht. Du hast Schluss gemacht? Ich habe Schluss gemacht, ja. Warum? Ja, weil die ist mir fremdgegangen. Das habe ich ihr eigentlich verziehen. Ist sie oft fremdgegangen? Naja, einmal. Einmal. Aber das habe ich ihr dann, ich habe gesagt, ich habe sie verziehen, aber habe ich nicht wirklich. Und dann habe ich halt immer nachgedacht und so und dann habe ich so gedacht, dass es nichts mehr bringt und so. Dann habe ich halt Schluss gemacht dann. Und dann ging das los, so dann kamen da bestimmt 30 Nachrichten am Tag auf mein Handy. Ach so. Dass sie mich liebt und so, ein Haufen Briefe an ihrem Tag. Und Anrufe und so. Also SMS, Briefe im Briefkasten, so der klassische Brief, Anrufe. Ja, alles. Und was stand immer dasselbe, dass sie dich liebt und... Ja, dass sie mich zurückhaben will und dann hat sie auch damit gedroht, dass sie sich umbringt. Wie hast du reagiert darauf? Naja, erstens habe ich... Also ich habe erst versucht, mit ihr zu reden. Aber ich habe dann gesehen, dass das gar nichts gebracht hat, dass ich auch mit der Wand reden kann. Wie hat sie sich denn dann verhalten, wenn du mit ihr geredet hast? Hat sie angefangen zu weinen oder hat sie dich beschimpft oder was hat sie getan? Na, die hat so geweint, hat sie, und die hat gesagt, ja, das kannst du doch nicht machen. Und so, was soll ich denn jetzt machen ohne dich? Ich liebe dich. Immer so dasselbe. Sie ist auch in deinem Alter? Ja. Jetzt auch 18? Ja. So, und dann kommt die Androhung, ich bringe mich um. Wie reagiert man darauf? Ja, da habe ich erstmal auch nichts mehr gesagt, sag ich mal so. Und ich habe dann halt versucht, ihn ein bisschen zu beruhigen. Also ich habe, ehrlich so, habe ich gedacht, das sagst du sowieso nur so. Aber ich habe mir dann noch einen Kopf gemacht, ja, was wäre, wenn sie es wirklich macht. Aber ich sag mal so, ich
ich habe so gesagt, ich will sie auch nicht belügen. Wozu soll ich mit der zusammenkommen, wenn ich von der nichts mehr will? So. Deine Gefühlslage war für dich völlig klar. Du hattest keine Lust mehr auf sie und du warst auch nicht mehr in sie verliebt. Nee. Für dich war der Fall erledigt. Du hast dich dann da einmal nochmal mit ihr unterhalten und das hat nichts gebracht. Wie ging das denn weiter? Sie hat dir doch dann sicher weiter SMS geschickt und Briefe und Anrufe. Ja. Na, das ging halt so weit, dass ich dann sogar aus meiner Wohnung da ausgezogen bin. Wegen ihr? Ja. Ich stand ständig vor meiner Tür, also wie ich gesagt habe, und Briefe im Briefkasten und so. Hm. Meine Handynummer habe ich gewechselt. Hm. Und. Aber warum bist du aus deiner Wohnung ausgezogen? Wie bitte? Warum bist du aus deiner Wohnung ausgezogen? Ja, weil ich halt, sag ich mal, ja, wie soll ich denn das sagen, weil ich halt mal neu anfangen wollte, sag ich mal so. Hm. Ich wollte halt einfach da weg so. Und dann habe ich meine Handynummer gewechselt. Ja. Aus Telefon habe ich gar nicht mehr. Ja. Und die Wohnung habe ich dann halt gewechselt. Mhm. So, und dann kam das so, wir haben, das Problem ist, dass wir, sag ich mal, die gleichen Freunde haben so. Mhm. Dann habe ich mich davon ein bisschen zurückgehalten. Mhm. War ich nicht mehr so oft da. Mhm. Aber das Problem ist, wo ich dann mal da war, da kommt die zu mir und umarmt mich und sagt, na Schatz, wie geht's und so? Die tut so, als ob wir noch zusammen sind. Wann war das? Ja, so vor anderthalb Wochen. So. Ach, vor anderthalb Wochen? Ja. Ach du Lieber. Hat die denn inzwischen rausbekommen, wo du wohnst? Nee. Das nicht? Das weiß man nicht. Was hast du denn gemacht in der Situation, als sie sich da dich, als sie dich umarmt hat? Schatzi, wie geht's? Ja, ich hab so ein bisschen so weggestoßen, mhm. weil ich habe mir wirklich am Kopf gefasst. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Mhm. Waren da, ich hab's gar nicht verstanden, waren da andere Leute auch dabei? Ja, da waren ein paar Kumpels bei, ja. Mhm. Also, das heißt, der Fall ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Nee. Du hast eine gewisse Ruhe, weil sie deine Handynummer nicht rausgekriegt hat und nicht raus. Ich wundere mich, dass sie nicht rauskriegt, wo du wohnst. Wohnst du denn da auch noch in dem gleichen Ort oder in der gleichen Stadt? Ja, noch in der gleichen Stadt wohne ich noch, ja. Das schon, aber sie hat es noch nicht rausgekriegt. Nee. Da entwickelt man, was für ein Gefühl entwickelt man dann für so eine Frau? Ja, ich will. Ja, es hört sich jetzt blöd an, aber das ist auch ein Stück weit schon Wut und Hass sogar auch. Mhm. Ja, auch Verachtung bestimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Dass sich jemand so klein macht und sie kapiert ja gar nicht, dass sie mit diesem Verhalten noch viel mehr kaputt macht, als wenn sie sich in Würde zurückgezogen hätte. Ja. Ne? Denn so kommst du auf jeden Fall 1000%ig nie wieder zu ihr zurück. Nee, das stimmt ja. Das wird so sein, ja. Ich habe dir ja auch angeboten, wo denn Schluss war, ein paar Wochen später, habe ich ja auch gesagt, wegen Freundschaft und so. Mhm. Ob wir die beibehalten wollen und vielleicht aufbauen wollen, so eine gute Freundschaft so. Hm. Aber da hat er absolut nicht mit sich reden lassen. Nee, das würde ich an deiner Stelle auch überhaupt nicht machen. Weil das funktioniert nicht. Die will was anderes von dir. Und dann wird eine Freundschaft nie im Leben funktionieren. Sie wird immer wieder nach dem greifen, was sie eigentlich will, nämlich zu einer Liebesbeziehung. Ja, das habe ich jetzt auch kapiert. Ja, ja, da hilft eigentlich in so einem Fall, du hast es schon richtig gemacht, da hilft nur die radikale Methode, wirklich alle Schotten dicht machen und abblocken und sich überhaupt nichts auf nichts einlassen. Das ist das Allerbeste. Ja, das ist bloß jetzt das Ding, dass ich denke, dass du irgendwie bestimmt meine Handynummer oder so noch rauskriegen wirst. Mhm. Weil irgendeiner wird dabei sein von einem Kumpel, bestimmt, der sie irgendwann hinnehmen wird. Musst du sie wieder wechseln. Und dann frage ich mich, ja, dann fängt das ganze Wille von vorne an, wenn sie sind, ja. Wo ich wohne, und dann steht sie Wille vor der Tür und, ja. War das oft so, dass sie auch dann einfach so bei dir geklingelt hat und vor der Tür stand? Ja. Mhm. Hast du dann aufgemacht oder hast du gar nicht reagiert? Na, die ersten Male habe ich aufgemacht, mhm. und dann habe ich die Tür zugelassen, weil die fiel mir gleich in die Arme, kam so, sag ich mal, in meine Wohnung drin so. Ja, ja. Die hat einfach so getan, als ob alles ganz normal ist. Mhm. Ja, furchtbar. Ich weiß nicht, was in ihr Kopf vorgeht, ehrlich. Ja. Dennis, ich hoffe mal, dass das Mädel aufwacht und kapiert, was sie da für einen Mist baut und wie sie sich selbst auch schadet. Und ich hoffe sehr, dass du bald Ruhe von ihr hast. Wünsche ich dir. Das hoffe ich auch. Ey. Ja, alles Gute. Jo, danke schön. Tschüss, Dennis. Tschüss. So, jetzt haben wir wieder ein Paar hier, nämlich die Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. 25. Genau. Und da ist auch noch der Andreas, der ist 24. Genau, mein Freund. Habt ihr auch ein Doppeltelefon oder musst du den Hörer hin und her reichen? Nee, ich habe auf Lautsprecher.
auf Lautsprecher. Hallo Andreas. Hallo. Hallo. Warum habt ihr beide euch gemeldet zu dem Thema? Weil ich ihn zu sehr liebe. Weil du ihn zu sehr liebst? Genau. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Etwas über 4 Jahre. Mhm. Wohnt ihr zusammen? Ja, seit 2 Jahren. Ja. Und warum meinst du, dass du ihn zu sehr liebst? Weil ich ziemlich eifersüchtig bin, was andere Frauen angehen. Mhm. Und ich direkt denke, dass die ganze Frauenwelt auf ihn steht. Mhm. Es ist auch nur, für mich ist er einfach der tollste Mann überhaupt. Und deswegen denke ich auch, dass andere Frauen das über ihn denken. Ja. Da frage ich gleich mal Andreas. Andreas, hast du auch das Gefühl, dass sie dich zu sehr liebt? Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Ja, man fühlt sich schon eingeengt. Also in den letzten Monaten ist das schon so. Sag mal ein paar. Zeit, aber die letzten Monate wird das halt extrem. Sag mal ein paar Beispiele, damit ich es mir besser vorstellen kann. Ja, wenn sie guckt in mein Handy rein, sucht danach Telefonnummern. Mhm. Wenn ich mit früheren Bekannten rede, ich habe ja auch gar keine weiblichen Bekannten mehr. Mhm. Also ich hatte früher öfter mal Freundinnen, also normale Freundinnen. Das lässt sie gar nicht zu. Nee. Darfst du alleine ausgehen? Will sie nicht, aber in letzter Zeit mache ich es einfach. Ja, also Freunde darfst du aber haben, Jungs. Ja, klar. Und mit Jungs geht man ja auch mal irgendwo hin und da sind auch Mädels und so weiter. Ist sie dann sauer? Oder bist du dann sauer, Sarah, wenn Andreas das macht? Ich finde es nicht so gut, dass der alleine weggeht, aber naja, dann mach das einfach und dann bleibe ich oft allein zurück zu Hause. Warum gehst du denn nicht mit deinen Freundinnen dann auch mal auf die Rolle? Ja, weil, wir haben jetzt ein Baby bekommen. Ach, ihr habt ein Baby bekommen? Ja, ist schon 3 Monate alt. Und dann passe ich halt auf das Baby auf und er geht weg. Verstehe. Und es kommt auch ab und zu mal vor, dass ich auch weggehe und so, aber es ist schon öfters, dass er weggeht. Ja. Andreas, ist das in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit, ihr seid ja 4 Jahre, ne, sagte glaube ich, die Sarah gerade zusammen. Ist es in der letzten Zeit schlimmer geworden? Ja, so ziemlich. Also ist auch so, wir gehen auch ab und zu mal zusammen weg, aber das ist dann auch kein Amüsieren mehr, das ist dann eher stressig. Also dann. Weil? Ja, weil wenn ich mich dann mit jemandem unterhalte, oder dann schiebt sie dann miesen und das ist kaum möglich. Also wenn ein Mädchen in die Nähe kommt von mir, die ich vielleicht kenne aus der Schule oder... Dann ist gleich Spannung in der Luft. Genau. Jetzt haben wir gerade den krassen Fall gehört von den beiden, die vorhin angerufen haben, die... Ja, das habe ich mitgekriegt, wenn wir auf den Boden gucken. Genau. Ist das bei euch auch so? Nee, so krass ist das. Also so ist es nicht. Also ich veräpple sie manchmal damit. Also das ist ja so... Sie schiebt ja dann nur, also stressig wird sie ja dann nur, wenn wir dann zum Beispiel auf der Straße gehen, dann kommt ja ein einigermaßen attraktives Mädchen vorbei. Mhm. Und ich bin ja nicht am Starren oder ich bin ja nicht am Geiern direkt. Ja, aber du guckst hin. Ja klar, man normal. Ja, wenn da eine weniger attraktive Frau vorbeigehen würde, würde ich ja genauso gucken. Ist ja nicht so, dass ich dann anders gucke. Ja. Aber natürlich guckst du anders, aber das ist auch noch normal. Dass du natürlich eine attraktive Frau guckt man sich an als Mann. Das ist ja normal. Ja. Eigentlich müsstest du das doch auch tun, Sarah, wenn du auf der Straße bist und da kommt ein toller Typ vorbei, dass man sich den mal anguckt. Guckst du nicht? Wenn ich alleine bin, ja. Aber dann, wenn der Andreas dabei ist, dann traut sich der Junge noch nicht mal rüber zu gucken. Ach so. Weil der Andreas von hinten schon am Stieren ist. Bist du denn auch ein Tick eifersüchtig, Andreas? Ja, schon. Aber nicht so schlimm wie sie? Nein, würde ich gerne. Ah. Ja. Kommt es denn zwischen euch oft vor jetzt, dass ihr wegen dieser Sachen oft streitet und euch in die Haare kriegt? Ja, klar. Ja. Mhm. So richtig heftig, dass es richtig richtig schlimme Streitereien gibt? Ja, schon. Ja. Sie ist auch für ein paar Tage halt auch weggegangen. Ach, deshalb? Mhm. Mhm. Aber sag auch warum. Warum? Darf ich? Ja, klar. Sarah, warum? Es geht darum, dass wir weggegangen sind jetzt an den Feiertag letzte Woche. Oh, ich höre den oder die Kleine.
Den Kleinen. Den Kleinen. Ja, wir sind halt weggegangen am Wochenende und wir waren in einem Cocktailclub und da saß eine Bekannte oder so gesehen eine Freundin von uns und der Andreas hat schon vorher was zum Trinken geholt, kam also später nach. Wir sind dann zum Tisch gegangen und da waren ein paar Mädels, denen wurde ich halt vorgestellt und die haben gefragt, mit wem ich da bin. Da habe ich gesagt, mit meinem Freund und mit dem Kumpel. Ja, und dann haben sie halt alle gespannt auf meinen Freund gewartet, weil die Bekannte halt viel von mir erzählt hatte. Dann kam der Andreas und ich sagte, Mädels, das ist mein Freund. Und da hat er schon eine Miene gezogen. Und da, ich wusste in dem Moment nicht, warum. Was heißt Miene gezogen? Also so ein Gesicht schon gezogen. Ein schlechtes Gesicht. Genau. Und aber was nur mir aufgefallen ist. Ja. Und später saß ich am Tisch und wir haben gesprochen mit den Mädchen. Und da war eine, die kannte uns von früher. Und der Andreas saß etwas weiter weg von mir. Und dann habe ich quer über den Tisch gerufen, Schatz, weißt du, wer das ist? Naja, es verging eine halbe Stunde, sind wir rausgegangen und dann hat er mir seine Meinung gesagt, warum ich ihn doch Schatz gerufen habe, quer über den Tisch, dass das jeder mitgekriegt hat. Er hätte doch einen Vornamen. Ich soll ihn in der Öffentlichkeit nicht mit Schatz ansprechen. Und 10 Minuten später hieß es ja, warum stellst du mich einfach wildfremden Leuten vor als dein Freund? Du hast das doch nur gemacht, damit du dein Revier verteidigen kannst. Ja. Aber dabei habe ich das gar nicht so gemeint. Ich habe in dem Moment nicht daran gedacht, weil diese Frauen einfach aber nicht... Sarah, da sieht man mal, das ist eigentlich eine Schnickschnack-Geschichte. Ja, es war das, einfach nicht... Das ist wirklich verrückt, dass man da wegen so einem kleinen Scheiß, sage ich mal, sich dann so in die Haare kriegt. Ja, und ich war halt sehr verletzt darüber gewesen, dass er gesagt hat, das interessiert ihn nicht, dass ich dein Freund bin. Weil er das halt im Hinterkopf hat. Dass ich das einfach so gesagt habe, das ist mein Freund, Finger weg. Obwohl ich das halt einfach mit Stolz gesagt habe, guck mal, was ich für einen Freund habe. Verstehe, gib mir mal den Andreas. Andreas, sag doch mal von deiner Seite, wie du das empfunden hast. Ja, es war halt so dieses, ich kannte die Leute nicht. Das waren völlig fremde Leute. Sie kannte sie auch nicht. Ich kannte da ein Mädchen davon und ich kenne das halt nicht. Warum sollte man sich da... Wir waren auch nicht mit denen da. Ja, also das ging dir insofern gleich wieder auf den Zeiger, weil sie da wieder Finger weg massiv eingeengt und genau, eigentlich gar nicht so eine normale Situation hat entstehen lassen. Genau. Ja. Hört mal, ihr beiden Süßen, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass so etwas im Übermaß Liebe kaputt macht. Ja, ist ja auch so. Das ist so. Fühlt sich eingeengt. Ja, ich glaube, dass man eine Weile, wenn man verliebt ist, hält man das aus. Ein bisschen ist man auch geschmeichelt, aber irgendwann geht es einem so auf den Senkel, dass man nur noch weg will. Ist auch so, ja. So, und da müsst ihr jetzt wirklich frühzeitig die Notbremse ziehen. Vor allen Dingen muss Sarah die Notbremse ziehen. Ich finde ja, dass man, wenn man liebt, zur großen Liebe gehört auch großes Vertrauen. Genau, hat sie gar nicht. Ja, das musst du haben, Sarah. Das musst du dir antrainieren. Wenn dir der Andreas wert ist, dann musst du ihm auch Vertrauen schenken. Sonst, es ist nicht dein Eigentum. Du kannst ihn nicht behandeln wie deinen Sklaven. Und es ist auch nicht okay, wenn du in seinem Mobiltelefon rumsuchst und nach SMS suchst und so weiter. Das ist seine Privatsphäre. Ja, das stimmt allerdings. Ich versuche das schon so, also früher war das schlimmer gewesen, dass ich in sein Handy gewühlt habe, SMS gelesen habe und ausgerastet bin. Und jetzt versuche ich es halt nicht mehr so oft zu machen, aber es kommt manchmal über mich. Das musst du trainieren. Und du musst auch zulassen, wenn der Andreas noch Freundinnen von früher hat, also gute Bekannte, weibliche Bekannte. Natürlich kann man sich auch mit Frauen treffen, wenn man in einer Beziehung ist. So wie du dich auch mit guten Kumpels treffen könntest von früher. Das müsst ihr peu à peu für euch trainieren. Sonst ist eure junge Verbindung, die nur auch mit einem Kind gesegnet ist, geht die kaputt. Ja, das Problem ist... Und ich habe es gerade schon in der Stimme von Andreas gehört, dass er mir da sehr zustimmt. Nimm das als großes Warnsignal auf, Sarah. Sonst verlierst du diesen tollen Mann. So. Den du so toll findest, wie du mir gerade beschrieben hast. Ja. Ne? Ich würde euch gerne, wenn ihr da Interesse daran habt, auch noch gerne einen Tipp von meiner Psychologin geben lassen. Ja, gerne. Vielleicht auch nochmal so Beratung, wo ihr hingehen könntet, wenn das allein nicht auf die Reihe kriegt. Dann würde euch die Elke auch nochmal anrufen.
macht es für euch, macht es für eure Beziehung und eure Liebe. Rettet eure Liebe, weil die, ich sehe die in Gefahr, wenn das so weiterläuft. Ja. Andreas. Ja. Dann wünsche ich euch beiden viel Glück und alles Gute. Und wir würden euch jetzt gleich dann nochmal anrufen. Ja, danke schön. Ja, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Wenn Frauen zu sehr lieben. Viele junge Leute. Wunder mich, ich hatte jetzt eigentlich heute so gedacht, na, da rufen wir gleich etwas älter an. Aber dem ist nicht so. Danielle, stimmt das? Ja, genau, das ist richtig. Danielle, ja. 22. Genau, ich bin 22 Jahre alt. Ja. Wie ist es bei dir? Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass ich definitiv zu sehr liebe. Da ich auf jeden Fall zu viel in dieser Beziehung gelogen habe und zu viel erzählt habe und zu viel kaputt gemacht habe und mir auch auf jeden Fall zu viel habe antun lassen. Du, bist du noch in dieser Beziehung? Ja, das ist richtig. Wie lange schon? Seit 17 Monaten jetzt ungefähr. 17 Monate. Mhm. Ja. Und du sagst, was hast du gesagt? Du hast zu viel gelogen, du hast dir zu viel antun lassen. Gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Was hast du dir antun lassen? Antun, also Erniedrigung von, sagen wir mal, Beleidigungen bis zu ja so Erniedrigungen wie zum Beispiel Anspucken, Schlagen und sowas alles. Anspucken? Ja. Mhm. Und auch richtig schlagen? Ja. Und Beleidigungen welcher Art? Beleidigungen, was sozusagen alles Mögliche betrifft, also so Schlampe und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich alles sagen darf. Mhm. Ja, du kannst es sagen, weil das macht mir dann deutlich, was um was es sich da handelt. Also Schlampe, sagt er zu dir, hat er schon zu dir gesagt, was war denn das Beleidigendste für dich, was er gesagt hat? Das Beleidigendste für mich persönlich war eigentlich so, dass er ja mich einfach, keine Ahnung, also betitelt hat wie das allerletzte, also wirklich die heftigsten Sachen, die man einfach zu einem Menschen sagen kann. Oder die dir jetzt schon peinlich sind, nochmal auszudrücken, ich merke schon. Genau, ja, sehr unangenehm. Mhm, verstehe. Mhm. Mhm. Und anspucken. Mhm. Das ist auch sehr erniedrigend, wenn man sich anspucken lassen muss von jemandem. Mhm. Mhm. Ja, das Ding ist halt, ich sehe das nicht nur natürlich, ich möchte nicht nur ihm die Schuld geben, ich gebe mir natürlich auch selber sehr, sehr viel die Schuld, weil ich der Meinung bin, wenn ich vielleicht von Anfang an ehrlich gewesen wäre, dann... Genau, sind wir bei einem anderen Punkt. Du hast gesagt, du hast ja auch sehr viel Lügen da schon reingebracht. Mhm, genau. Was sind das für Lügen und warum? Lügen, was meine Vergangenheit betrifft. Zum Beispiel, was ich nicht aufgedeckt habe, also... Und was ist das, was du nicht aufgedeckt hast? Was ich von Anfang an nicht aufgedeckt habe, ist, dass ich intersexuell war. Intersexuell? Genau. Erklärst du es uns? Ja, ich war mal sozusagen vom Geschlecht her eher ein Mann, hatte aber weibliche Organe und ja, habe eine geschlechtsangleichende Operation machen lassen. Und als ich mit ihm zusammengekommen bin, war ich noch männlichen Geschlechts. Ach so. Und habe ihm das nicht gesagt und er hat das auch nicht mitbekommen, weil wir da noch keinen Geschlechtsverkehr hatten sozusagen. Ja, dann bist du jetzt, ihr seid erste 17 Monate zusammen. Genau. Und in dieser Zeit hast du diese große Operation über dich ergehen lassen? Ja, genau, während der Beziehung, also schon nach ein paar Wochen. Also wir sind ungefähr so Ende Februar, Anfang März zusammengekommen und Ende März hatte ich diese große Operation, ja. Okay, und was hast du gesagt, warum du ins Krankenhaus gehst? Ich habe ihm gesagt, dass meine Gebärmutter und Eierstöcke entfernt werden. Aber danach hattet ihr dann auch irgendwann mal Sex? Ja, natürlich, klar. Und ich gehe mal davon aus, dass ein Mensch, der eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich hat, dass es im Intimbereich nicht so aussieht, wie nicht exakt so aussieht wie von Natur. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich sag's mal so. Ja, ja, natürlich. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Reinuntersuchungen gemacht oder so, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall... Genau, und das merkt er nicht? Sagt er da nichts? Er hat es am Anfang nicht so gemerkt, weil er mir das geglaubt hat, aber irgendwann habe ich mich dann selber in meinen eigenen Lügen sozusagen versponnen und dann kam das dann irgendwann raus. Dann hat er erfahren, dass du im früheren Leben, sage ich mal, in einem männlichen Körper gesteckt hast. Genau, ich hatte auch einen männlichen Vornamen und so und ja, habe das alles, bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich das alles ändern lassen. Und das ist ja Wahnsinn. Wie hat er denn dann darauf reagiert, als er das erfahren hat? Naja, war er erstmal völlig schockiert und völlig traurig und niedergeschlagen deswegen. Und später kam dann eigentlich eher nur diese Wut hoch, also es war irgendwann... Und dass er sich verarscht gefühlt hat oder so. Genau, richtig, ja. Es war dann irgendwann so schlimm, dass er auf offener Straße dann sozusagen so gewalttätig geworden ist, dass ich so eine Panik bekommen habe, nach Hause gerannt bin und dann die Polizei gerufen habe und
hier mega Action hatte deswegen und so. Ja, und das war schon alles nicht so schön. Und seitdem ist es halt so, er sagt, er akzeptiert das und hat damit kein Problem, aber wenn wir uns streiten oder so, dann ist es schon so, dass er zum Beispiel dann sagt, ja, du hörst dich männlich an, deine Stimme, du siehst aus wie ein Mann, du bist eine Transe und so eine Sache halt. Und das ist natürlich für mich auch immer wieder ziemlich niederschmetternd. Sehr demütigend. Und geht natürlich auch sehr in die Materie, ne? Absolut, ja, absolut. Und ich meine, wie gesagt, das hätte ich natürlich nicht machen sollen, ich hätte vielleicht ehrlich sein müssen, aber irgendwo ist natürlich auch der Punkt, wo ich mir sage, ich habe ihn kennengelernt, da hatte ich zwar noch nicht das Geschlecht, aber ich habe mich trotz alledem schon immer als Frau gefühlt und hatte ja auch verständlich, so emotional kann ich schon nachvollziehen. Natürlich wäre es korrekter gewesen, wenn du ihm einen Wein eingeschenkt hättest, aber nun müssen wir nicht über die Vergangenheit reden. Wohnt ihr aktuell zusammen? Nein, wohnen wir nicht, nein. Ihr seht euch aber täglich? Eigentlich schon, kann man sagen. Eigentlich schon. Also aber momentan ist es ein bisschen auf Abstand, weil seine Mutter das alles so mitbekommen hat und die am liebsten möchte, dass er gar keinen Kontakt mehr zu mir hat. Und gibt es denn auch noch schöne oder liebevolle Momente zwischen euch? Also momentan eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Würdest du dennoch sagen, dass du ihn liebst? Ja, auf jeden Fall. Warum? Also, was liebst du an ihm, wenn er all dieses tut, was du beschrieben hast? Ja, das Ding ist, dass ich diese Sachen sehr gut ausblenden kann. Also diese ganzen Sachen, was alles passiert ist und diese schlimmen Sachen. Aber das ist doch schlimm, dass du es ausblendest. Ja, ich weiß natürlich, es ist nicht gut, ne? Und das ist halt wahrscheinlich auch der Fehler. Deswegen denke ich auch, dass es ganz gut zu diesem Thema passt, weil einfach diese Liebe so groß ist, dass ich einfach... Vielleicht ist auch der Wunsch nach der Liebe so groß. Vielleicht das kann auch sein, ja. Ist die Abhängigkeit zu groß. Vielleicht ist die Illusion, die Sehnsucht danach zu groß. Und du blendest durch dein Verhalten die Realität komplett aus. Du liebst einen Menschen, so wie du ihn dir in deiner Illusion baust und siehst gar nicht den realen Menschen, der dir immer wieder wehtut. Das kann schon gut möglich sein. Ja. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man in solchen Beziehungen drin hängt und dann sagt, ich liebe diesen Menschen ja noch, aber das ist keine Liebe. Das ist ein Selbst, letztendlich ist es ein Selbstbetrug, eine Verstrickung merkwürdigster Art. Und vielleicht schafft man es nur davon loszukommen, indem man sich immer wieder rigoros wirklich die Realität vor Augen hält und auch in der Erinnerung sich immer wieder vor Augen führt, was der schon alles gesagt und getan hat. Naja, wie gesagt, ich möchte nicht nur, das ist das Ding, ne? Ich möchte ihm natürlich nicht nur die Schuld geben, weil ich halt der Meinung bin, so dass ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel dazu beigetragen habe, dass es halt so geworden ist. Mag ja sein, aber dennoch ist die Sache offensichtlich kaputt jetzt. Und wenn du sagst, es gibt überhaupt keine liebevollen und keine schönen Momente mehr, was soll's dann noch? Dann würde ich jetzt fast sagen, dann geht es dir noch nicht schlecht genug. Da musst du noch mehr einen auf den Deckel kriegen. Ich sag's mal jetzt ganz, ganz provokativ, bevor du wachgerüttelt wirst. Manchmal ist das so, dass man erst dann noch einen I-Punkt reingesammelt kriegen muss, um zu kapieren, es geht wirklich nicht mehr. Weißt du, ich glaube, Daniel, es hat ja auch mal so viel mit Selbstachtung zu tun. Man darf in solchen Beziehungen seine Selbstachtung nicht verlieren. Ja, ich glaube, die habe ich schon verloren. Ja, das ist schlimm. Also ich glaube, ich habe in dieser Beziehung Dinge gemacht, die auf jeden Fall gegen alle meine Prinzipien gesprochen haben. So, und das ist Grund genug zu sagen, ich gehe. Das kannst du, insofern kannst du das wieder rausreißen, indem du jetzt stark bist und sagst, ich gehe. Ja, das Gute ist sozusagen, dass ich jetzt in nächster Zeit einen großen Wechsel habe, was zum Beispiel auch so das alles erleichtern würde, also weil ich aus dieser Stadt hier aus Berlin wegziehe und so. Und da ich mir natürlich auch schon seitdem das sozusagen feststeht, mir die Frage stelle, ob ich dann ihn davon in Kenntnis setze, wo ich wohne oder nicht. Genau, wäre eine Chance. Wäre eine Chance. Zu Ende, weil ich mir halt einfach dann, ich muss Schluss machen, die Sendung ist sofort zu Ende. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja, tschüss. Vielen Dank, danke, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Bis morgen, sage ich. Gute Nacht, tschüss. Es ist 2 Uhr am Freitag, dem 30.